Ich empfinde, wie kalt, wie lau, denn lau ist schlimmer noch als kalt. In diese Gärung schritt mir Diana nach und warf mir ihr Geheimnis an den Kopf, das mir den Aufschluss eures rätselhaften Betragens zu enthalten schien. Wie das? Lass doch nur hören. Ich bildete mir ein, ihr wolltet, was ihr einmal nun den Christen so abgejagt, an einen Christen wieder nicht gern verlieren. Und so fiel mir ein, euch kurz und gut das Messer an die Kehle zu setzen. Kurz und gut? Und gut? Wo steckt denn hier das Gute? Allerdings, ich tat nicht recht. Kurz, ich ging zum Patriarch, habe euch aber nicht genannt, das ist der Logan, wie gesagt. Ich habe ihm bloß den Fall ganz allgemein erzählt, um seine Meinung zu vernehmen. Die Schurkerei des Patriarchen hat mich des letzten Weges wieder zu mir selbst gebracht. Denn, Nathan, hört mich aus. Gesetzt, er wusste auch euren Namen. Was nun mehr? Was mehr? Er kann ja euch das Mädchen nur nehmen, wenn sie niemand ist als euer. Also, gebt sie mir und lasst ihn kommen. Ha! Ihr sollt's wohlbleiben lassen, mir mein Weib zu nehmen. Gebt sie mir! Ich bin's allein, der sie zum zweiten Mal in euch retten kann und will. Ja, konnte. Konnte. Nun auch wohl nicht mehr. Es ist damit zu spät. Wieso zu spät? Dank sei dem Patriarchen. Dem Patriarchen? Dank ihm, dank wofür? Damit, dass wir nun wissen, wem sie anverwandt. Armer Rächer, was dir alles zustößt. Besonders hat ein Bruder sich befunden, bei dem ihr um sie werben musst. Ein Bruder? Was ist denn dieser Bruder? Ein Soldat? Ein Geistlicher? Ich glaube, dass er keines von beiden oder beides ist. Ich kenne ihn noch nicht recht. Und sonst? Ein braver Mann, bei dem sich Rächer gar nicht übel wird befinden. Doch ein Christ. Er wird unser Lieber noch immer wert genug behaupten. Sag das nicht. Von meiner Liebe sag das nicht. Doch halt. Wohnt sie wohl bereits, was mit ihr vorgeht? Möglich, ob ich schon nicht wusste. Woher? Auch eben viel. Sie muss, was ihr Schicksal droht, von mir zuerst erfahren. Wohin? Zu ihr. Zu sehen, ob diese Menschenseele manns genug wohl ist, den einzigen Entschluss zu fassen, der ihrer würdig wäre. Welchen? Nach euch und ihrem Bruder weiter nichts zu fragen. Und? Und mir zu folgen. Auch wenn sie drüber eines Muslimanes Frau werden müsste. Sie ist bei Sitte, bei der Sultanschwester. Seit wann? Warum? Wollt ihr auch bei Ihnen den Bruder finden? Kommt nur, kommt! Was freue ich mich nicht, deine süßes Mädchen? Sei so beklemmt nur nicht. So ängstlich, so schüchtern. Sei munter. Gesprächige, vertraute. Prinzessin? Nicht doch, Prinzessin. Nenn mich Sitta, deine Freundin, deine Schwester. Nenn mich dein Mütterchen. So jung, so klug, so fromm. Was du nicht alles weißt, nicht alles musst gelesen haben. Ich kann kaum lesen. Kannst kaum. Lügnerin. Ein wenig meines Vaters Hand. Ich meinte, du sprichst von Büchern. Allerdings, von Büchern. Nun, Bücher wird mir wahrlich schwer zu lesen. Im Ernst? Ganz im Ernst. Mein Vater liebt die kalte Büchgelehrsamkeit, die sich mit toten Zeichen ins Gehirn nur drückt, zu wenig. Ei, was sagst du? Hat wohl nicht sehr unrecht. Und alles, was du weißt? Weiß ich allein aus seinem Munde. Und könnte bei den meisten dir noch sagen, wie, wo, warum er mich gelehrt. Oh, was ist dein Vater für ein Mann? Nicht wahr? Und diesen Vater soll ich verlieren? Du? Verlieren? Ihn? Wie das? Sei ruhig, nimmermehr. Gib mir auf! Gib nimmer zu, dass mir ein anderer Vater aufgedrungen werde. Ein anderer Vater? Aufgedrungen dir? Wer kann das? Kann das auch nur wollen, Liebe? Wer? Meine gute, böse Daya kann das wollen, will das können, was sie mir eben jetzt entdeckt will haben. Entdeckt? Und eben jetzt? Nur eben jetzt.
ich sei aus christlichem Geblute, sei getauft, sei Nathans Tochter nicht, er nicht mein Vater. Rächer, nicht durch. Steh auf. Mein Bruder kommt. Steh auf. Was gibt's hier, Sitter? Ich steh nicht auf, nicht ehe mich verspricht. Ich verspreche, sei was es wird. Nicht mehr, nicht weniger als meinen Vater mir zu lassen und mich ihm. Noch weiß ich nicht, wer sonst mein Vater zu sein verlangen kann. Das auch nicht wissen. Aber mag denn nur das Blut den Vater? Das Blut allein mag lange noch den Vater nicht, mag kaum den Vater eines Tieres. Gibt zum Höchsten das erste Recht, sich diesen Namen zu erwerben. Ah, was brauchst du denn der Väter überhaupt, wenn sie nun sterben? Kennst du noch keinen? Mag sie nicht erröten? Ah, das habe ich allerdings mir vorgesetzt. Ich habe mit deinem Vater Nathan und noch einen hierher bestellt. Hörst du ihn? Sie sind noch etwa schon da? Sie sind das, Bruder. Ah, meine guten, lieben Freunde. Dich, Nathan, muss ich für alle Dinge bedeuten. Dass du nun, sobald du willst, dein Geld kannst wiederholen lassen. Die Caravan aus Ägypten ist da. Ich bin so reich, dass ich für länger nicht gewesen. Komm, sag mir doch, was du brauchst. So etwas Großes zu unternehmen. Denn ihr Handelsleute, das Bauerngeld ist zu viel nicht haben. Warum zuerst von dieser Kleinigkeit? Ich sehe dort ein Auge in Tränen, das wäre für mich zu trocknen weit angelegener. Du hast geweint. Was fehlt dir? Du bist doch meine Tochter noch. Mein Vater. Wir verstehen uns. Wenn nur dein Herz noch dein ist. Wenn deinem Herzen nur kein Verlust nicht droht. Dein Vater ist dir unverloren. Keiner sonst. Sonst keiner? Nun, so habe ich mich betrogen. Allein. Saladin, ich hatte dich verleitet. Jetzt bemühe dich nur nicht weiter. So wird nun wieder, junger Mann. So, alles dir denn entgegengekommen? Alles dich erraten? Stimmt genug, dass deine Sache du nicht gewisse warst? So bin ich's nun. Komm, liebes Mädchen, bescheid ihn. Du warst ihm zu tun geziemter. Bekenn ihn dein Lieber. Trage dich immer. Geh, Halt, Saladin! Hier hat noch einer mitzuschwächen. Wer soll mir das? Kommt so einem Pflegevater eine Stimme mit zu? Die erste, wenn du willst. Du hörst, ich weiß die Sache ganz alleine. Nicht so ganz. Es ist ein anderer, den ich, Saladin, auch vorher zu hören bitte. Wer? Ihr Bruder. Welches Bruder? Wo ist denn dieser Bruder? Noch? Nicht hier? Ich sollte ihn hier ja treffen. Habe nur Geduld. Wenn ihr mich euren wahren Namens gleichgewürdig hättet. Wie? Ihr seid kein Staufen. Wer bin ich denn? Heißt Kurt von Staufen nicht. Wie heißt ich denn? Heißt Loi von Finneck. Wie? Euer Mutter. Sie war ein Staufen. Ihr Bruder, euer Ohm, der euch erzogen, dem euren Eltern euch in Deutschland ließen, als von den rauen Himmeln sie dort vertrieben, wieder hierzulande kamen. Er hieß Kurt von Staufen. Aber was hat mit diesem alten Rechers Bruder? Euer Vater. Auch den habt ihr gekannt? Er war mein Freund. Euer Freund? Ist's möglich, Nathan? Nannte sich Wolf von Vilnik, aber war kein Deutscher. Was? War ein Deutscher, nur vermählt. Aber Rechers Bruder. Seid ihr. Ich? Ihr Bruder? Er? Mein Bruder? Geschwister? Sie? Geschwister? Ach, mein Bruder! Ihr Bruder? Das kann nicht sein! Ach, meine Schwester! Blanda von Finn! Blanda? 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 Nicht euer Rächer mehr? Meine Kinder! Was sagst du, Schitzitter? Ich bin gerührt. Und ich? Nathan! Auf ein Wort. Hör doch, Nathan. Sagtest du vorhin nicht. Was? Auf Deutschland sei ihr Vater nicht gewesen und war auch sonst kein Frank, kein Abendländer. Dass er der nicht sei, gestand er wohl.
Er sprach am liebsten Persisch. Persisch? Was will ich mehr? Er ist, er war es. Wer? Mein Bruder, ganz gewiss. Mein Arzt, ganz gewiss. Nun, wenn du selbst darauf verfährst, nimm die Versicherung hier, in diesem Buche. Seine Haare, dich erkenne ich wieder. Sie sind's. Sie sind das, sie sind's. Sind's beide meines, deines Bruders Kinder. Was höre ich? Nun, du musst doch vom Totskopf mich lieben. Und nun doch bin ich doch, wozu ich mich erbot, mag's wollen oder nicht? Ich auch. Mein Assad, mein Assad-Sohn. Ich, deines Bluts. So waren jene Träume, womit man meine Kindheit wiegte, doch mehr als Träume. Seht den Bösewicht. Er wüsste was davon und konnte mich zu seinem Mörder machen wollen. Wacht. Thank you.